Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part The Legend of Zelda mit Mr. Horror Jumper. Okay, der Start war jetzt nicht der Burner, aber immerhin. So, wir sind im Sumpf des Vergessens oder des Vergessens angekommen und da seht ihr auch schon so eine Art Vulkan. Ja. Und ja, da hinten seht ihr einen großen Wasserdeko oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie man ihn nennt. Ich mach den platt. Ah. Wir haben einen Dekostab. Der Dekostab zum Beispiel, damit können wir Feuer entfachen. Da ist auch eine Fee. Die heilt uns komplett quasi in dem Sinne. Wir können sie auch anders benutzen, dafür brauchen wir aber eine Flasche. Gut, dann haben wir das jetzt schon mal aktiviert, dass wir da auch schon mal so eine Art Teleporter haben. Und ja, wo sind wir denn hier? Zum Sumpf-Info-Center. Ja, wir müssen uns informieren. Da wir nämlich eine Rundfahrt machen können. Oder machen müssen. Hier der zum Beispiel, wenn ihr diese eine Urkunde habt, von der wir am Anfang profitiert haben, damit wir hochfliegen konnten zum Turm. Geht ihr mit diesem Zertifikat erstmal hier hin und gibt ihnen das. Das werde ich euch aber auch noch zeigen. Und er gibt euch ein neues und ihr könnt dann halt diese Deko-Blume da benutzen. Hier, Info-Center. Na, kennt ihr den noch? Verflucht! Wo ist er bloß? Dies verwöhnte Black schwänzt schon wieder die Schule. Ein Kind seines Alters hat gefälligst nicht nach Feen zu suchen. Oh! Willkommen. Zeig mir doch mal das Bild, das du geschossen hast. Ich habe kein Bild geschossen, dafür brauchst du erstmal Kamera. Huch, nimmst du zum ersten Mal teil? Das Sumpf-Info-Center veranstaltet gerade einen Fotowettbewerb. Leute aller Altersgruppen dürfen daran teilnehmen. Für hübsche Bilder, die im Sumpf gemacht wurden, erhältst du eine kostenlose Bootsfahrt als Sonderpreis. Hast du Interesse? Vorher musst du aber an einer Bootsfahrt teilnehmen. Parkkarten erhältst du am Schalter gegenüber. Probiere es aus. Für die es nicht wissen, ne? Das hier ist Tingles Vater. Und die beiden sehen sich wirklich nicht ähnlich und ich finde, dass Tingles einfach vom anderen Ufer ist. Und ja. Komos Bootfahrtenbüro derzeit geschlossen. Bitte fragen Sie im Magieladen zur alten Schachtel am Rande des Sumpfes nach. Ach ja, stimmt. Wir können ja noch gar keine Bootsfahrt machen, da wir einer Person helfen müssen. Daran habe ich ja auch gar nicht mehr gedacht. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg, und zwar hierhin. Als Deko kommen wir hier nicht so weit, obwohl, ja, wir hätten auf diese Rosenblätter, nennt man die doch, glaube ich. Ja, hätten wir halt hin und her springen können, aber macht jetzt nichts. Ja, dieser Kessel ist auch sehr interessant. Jetzt passt mal auf, was passiert. Ja, das meinte ich jetzt nicht, aber ihr werdet jetzt sehen, was ich meine. Also, nee, jetzt noch nicht. Gleich aber. Wir werden jetzt erst einmal... Nee, wir gehen da erst nicht hoch. Das lohnt sich sowieso nicht, da erst jetzt hochzugehen. Wir machen jetzt erstmal was anderes. Ja, diese Steine hier, die geben uns Infos. Zum Beispiel... Es verbleiben 61 Stunden und 34 Minuten. Ja, aber wenn man die spezielle Maske auf hat, dann weiß man, wo es halt lang geht. Wälder der Mysterien. Vorsicht, gefährliche Schildkröten. Ja. Stimmt. Bevor wir da jetzt etwas machen... Mussten wir, glaube ich, doch hoch. Und müssen die alte Dame fragen. Und die kennt ihr auch, wenn ihr Ocarina of Time gespielt habt. Und ihr denkt euch, komisch, warum sind die so lieb und warum leben die noch? Das verstehe ich dann wiederum nicht. Magieladen zur alten Schachtel. Willkommen! Meine Tränke wirken gut. Bis
Bist du etwa wegen der Bootsfahrt gekommen? Was für ein Pech! Kommune ging in die Wälder, um nach Pilzen zu suchen. Wenn ich es mir überlege, ist sie schon ein wenig spät dran. Könntest du wohl für mich nach ihr suchen? Allerdings kann man sich leicht verirren. Frag die Affen, die dort leben. Hier können wir Tränke kaufen, doch leider haben wir keine Flasche, um die Tränke mitzunehmen. Ja. Ich meine, wenn wir jetzt hier rausgehen, oder versuchen rauszugehen, wird jetzt etwas auf uns zukommen. Kann das sein? Hallo? Nee, doch nicht. Okay, dann war das erst, wenn wir im Wald sind. Dann gehen wir jetzt einfach mal in den Wald. Ich habe das so ein bisschen vergessen. Also, ich kann mir das eigentlich ziemlich gut merken, aber da musste ich echt nochmal drüber nachdenken. Ja, kommt. Wir warten jetzt einfach, bis der Zeiger oben ist. Damit da steht bla 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 und so, damit das nicht jetzt im Wald passiert. Nacht des ersten Tages. Es verbleiben 60 Stunden. Wälder der Mysterien. Und da ist unser Freund. Du mir folgen! Wir müssen ihm nämlich folgen, da es nur einen bestimmten Weg gibt. Sonst verirrt man sich in diesen Wäldern. Das ist so ein wenig von Ocarina of Time wieder übernommen. Und das finde ich auch sehr gut. Man muss es natürlich nicht überall machen. Aber es hat so eine Art Rätselflair. Und das finde ich selber ziemlich sehr geil. Und das gibt es, glaube ich, in wirklich jedem Zelda-Teil. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, wir werden attackiert und so, ist egal. Und da ist er ja auch schon. Oh! Au! Oh, ah! Hilf mir! Ich habe gerade nach Pilzen gesucht, als ich plötzlich hinterrücks eins übergezogen bekam. Dieses nervige Horror-Kid! Hat es etwa geglaubt, ich würde es hinter der Maske nicht erkennen? Oh, oh! Wer hätte gedacht, dass so etwas passieren würde? Und jetzt liege ich hier und kann mich nicht bewegen. Du! Hast du denn nichts dabei, was Energie herstellt? Nee, tut mir leid, alte Schachtel. Ah, was ist das? Du bist auch keine Hilfe. Du bist längst nicht das, was du vorgibst zu sein. So, wir gehen jetzt hier einfach raus, da wir jetzt zur anderen alten Schachtel müssen. Und ja, die gibt uns jetzt halt die Flasche mit einem Stärkungstrank oder Elixier oder roten Elixier. Und das müssen wir der alten dann geben und ihr geht's dann wieder prima. Und die wird dann auch wieder da sein, wo man dann halt die Bootsfahrt machen kann. Und die Alte ist wieder eingeschlafen. Willkommen! Meine Tränke wirken gut! Wie? Was? Das Horror-Kid hat Kohume wehgetan? Das ist doch lächerlich! Das Horror-Kid würde ihr doch niemals ernsthaft schaden! Oh, aber wenn es wahr ist, solltest du ihr diesen Trank bringen. Bitte erweise mir diesen Dienst! Du hast ein rotes Elixier erhalten. Rote Elixiere stellen deine Energie wieder her. Vergiss nicht, dass dir auch die leeren Flaschen von großem Nutzen sein kann. Im Inventar, bla bla bla, ihr wisst Bescheid. Rasch, bring ihr diesen Trank! Wir können natürlich diesen Trank trinken und sie wird sauer sein. Und wir müssen, glaube ich, dann selber einkaufen. Oder sie gibt uns den nochmal? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Ihr könnt es selber ausprobieren, wenn ihr wollt. Für die, die das noch nie... Für die, die das noch nie gespielt haben, ich würde sagen, ihr lasst es am besten und spielt erstmal die Story. Später kann man immer noch probieren. Du mir folgen! Ja, dann folgen wir dir mal. Schon wieder, ein zweites Mal. Ach ja, pro Tag ändern sich diese Richtungen, ne? Wollte ich euch nochmal gesagt haben.
Das heißt, es ist nicht immer derselbe Weg. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das eben erwähnt habe, deswegen sage ich es euch nochmal. Oh, wir sollten uns beeilen, bevor der Affe jetzt gleich weg ist und ich nicht mehr weiß, wo wir hin müssen. Jetzt müssen wir, glaube ich, links, ja. Ich glaube, jetzt sind wir auch da. Nee? Jetzt nochmal links, ne? Jo. Und da ist er auch wieder. So, wir gehen jetzt in den Inventar und rüsten es aus. Oder rüsten die Flasche aus. So. Ah! Die Farbe! Der Duft! Das ist eindeutig Kotakis! Oh, ich fühle die Energie in mir! Kume ist wieder da! Du hast mich gerettet! Ich veranstalte Bootsfahrten durch die Sümpfe! Du hast dir gerade eben eine Freifahrt verdient! Ich dachte, da steht Freikarte. Aber was soll's. Man kann nicht alles haben. Obwohl es dasselbe ist eigentlich. So, wir werden jetzt überrascht. Du Sein, sehr mächtig! Ich dich beobachtet! Sumpf Sein voller giftigem Wasser! Tempel über Wasserfall komisch! Bruder gehen zu Tempel! Aber Bruder nicht finden Eingang zu Tempel! Tempel nur für Deko! Bruder von Deko gefangen, jetzt Sein in Palast! Hilfe! Ja, ein Affe von denen ist halt gefangen worden und die Dekos haben ihn gefangen genommen wegen einer bestimmten Sache. Das werdet ihr jetzt auch gleich erfahren. Wir machen uns jetzt erstmal auf die Bootsfahrt, da wir sonst nämlich sterben werden, da das Wasser später vergiftet ist ab so einer bestimmten Stelle. Ja, kommt, ich tue es einfach. Ihr wollt den Deko doch noch mal sehen, seid ehrlich. Natürlich kann man sich darum streiten, wer der coolere Charakter in dem Spiel ist, als Verwandlung etc. Ich mag es persönlich am liebsten auch mit dem Deko oder ja mit dem Zora oder auch mit dem Goron. Es ist mir eigentlich egal. Aber Deko, ich weiß nicht, ich mag Wälder, Natur, darum am meisten irgendwie den Deko. So, jetzt ist die nämlich da und man sieht ihre Hakennase. Die sieht aus wie ein Huhn, oder? Seid ehrlich. Oh, nochmals herzlichen Dank für deine Hilfe. Als Belohnung darfst du umsonst in mein Boot mitfahren. Wir haben gerade eine Aktion laufen, daher bekommst du das hier gratis. Du hast die Fotobox erhalten. Ja, mit der Fotobox können wir nämlich Fotos schießen. Und die können wir dem dann halt zeigen. Gelingt dir ein hübscher Schnappschuss, bring ihn zu dem Kerl da drüben. Also gut, die Fahrt geht los. Ja, wir können da jetzt auch Bilder machen. Willkommen zur Bootstour. Ja, wir können halt... Genieße die melarische Sumpflandschaft. Wir können natürlich jetzt ins Pausemenü und dann können wir die Kamera rausholen. Dann können wir irgendwo von Foto machen. Das machen wir jetzt aber nicht. Da wir am besten ein Foto machen sollten vom Deko-König. Nämlich das gibt schon... Ja, ich weiß gar nicht mehr, was es genau gibt. Ob es jetzt, ein Herzteil gab oder irgendwas anderes, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall... Es hatte sich irgendwo gelohnt, ein bestimmtes Foto davon zu machen. Und ja, genau. Ohne das Boot wären wir hier nämlich auch nicht durchgekommen. Solltet ihr euch nämlich auch merken, da das Schiff den Deko gebettelt hat. Einfach aufgespießt, voll brutal ins Auge. Ja, schaut euch das an. Oh, das der... Boah, guckt euch das Bild an, Leute. Boah, sieht das nicht Hammer aus? Nächster Halt, Deko-Palast! Das Wasser ist vergiftet, pass auf, wohin du trittst! Möchtest du an Bord gehen? Nein. Was? Doch! Doch, ich wollte an Bord gehen. Leute.
Ich habe das so verstanden, dass wir auf dem Schiff bleiben sollen. Dreht ihr jetzt eine Runde? Niemals. Der geht doch jetzt wieder dahin und dann... Oh, nee. Warum? Warum nur? Müssen wir jetzt schon wieder die Bootsfahrt machen? Ich glaube, das überspringe ich dann aber auch für euch. Damit das nicht zu doof für euch wird. Ich zeige euch nur, wie das jetzt noch aussieht, wenn wir weitergefahren wären. Was ich eigentlich nicht vorhatte, aber okay. Ja, ja. Was ich gut finde, hier kann er wenigstens dieses, ja, Stahl- oder Metallschild. Ja, doch, ich denke mir mal, das ist so eine Art Stahl oder Metall. Kann der Link wenigstens in einer Hand tragen und nicht nur auf dem Rücken, wie im ersten Teil. Da finde ich, da haben sie ihn ein wenig ältern lassen. Das finde ich auch gut so. Ich finde es jetzt nicht zu bemängeln. Naja. Willkommen zurück. Wenn du mal wieder in Stimmung bist, komm jederzeit wieder. Ja, ich bin in Stimmung. Hallo? Och nö, ihr wollt mich doch jetzt verarschen. Leute, wisst ihr was? Bis gleich. So. Es hat was gedauert, bis ich die 10 Rubine zusammen hatte. Ich weiß, mir fehlte nur einer. Aber in den Unkraut, was ich vernichtet habe, war leider nichts. So, ich hoffe, ich verbock das jetzt nicht. Ach, von Bord gehen, nicht an Bord. Ah, da lag der Unterschied. Oh, den konnten wir jetzt nicht anquatschen, aber es macht nichts. Oh yes, Leute. Genießt die Melodie. Deku-Palast. Ja, diese netten Kerlchen lassen uns nicht vorbei, darum... Ganz genau. Deswegen. Dies ist der Regentenpalast des Deku-Reiches. Zutritt nur für Personen mit offiziellen Aufträgen. Für die öffentliche Schämung des dummen Affen, der unseren König verärgert hat, sei dir aber der Zutritt gewährt. Folge dieser Halle geradeaus bis zum Thronsaal. Betrete aber auf keinen Fall andere Bereiche. Ja, hier gibt es nämlich noch andere Bereiche. Und irgendwo, im Nirgendwo, so wie man es sagt, da wo die Punkte hingucken, wo sie, also das sind nämlich Wachen, hingucken, die dürfen, also ihr dürft nicht in diesen Punktewirrwarr reingeraten. Denn sonst werdet ihr gefangen genommen oder rausgeschmissen, eher gesagt. Und dann dürft ihr das ganze Spielchen von neuem machen. Da ich versuche jetzt hier schnell durchzukommen. Ah, hier sind wieder Rubine, Leute. Immer schön die Rubine mitsammeln. Hier gab es nämlich irgendwo ein Herzteil und das will ich mir nämlich unter den Nagel reißen. Aber ich habe so ein Gefühl, dass wir hier... Ah, nee, wir sind nicht ganz falsch. Wir mussten hier hin. Ich erinnere mich nämlich, warum. Also ich erinnere mich daran, warum wir dahin gehen können oder sollten. Denn wir müssen hier rein. Zack. So, da vorne. Deswegen braucht man auch die Rubine, jetzt erinnere ich mich. Nun, Mampf, Mampf. Du bist mein erster Kunde seit sehr langer Zeit. Brauchst du ein paar Wundererbsen? Sobald sie vom Wasser benetzt werden, wachsen große Blätter aus ihnen heraus. Ich gebe dir ein Musterexemplar. Versuche es in weiche Erde zu pflanzen. Du kannst jederzeit mehr kaufen. Du hast Wundererbsen erhalten. Finde einen Fleck weicher Erde, bla bla bla. Und die Erbse zu pflanzen. Wer weiß, was die Erde hervorbringen wird. Du kannst sie jederzeit pflanzen. Aber wenn du sie nicht gießt, wachsen ihre Blätter nicht. Ja, deswegen gibt es hier auch Wasser. Das solltet ihr nicht vergessen. Hier die einzupflanzen ist absoluter Schwachsinn. Also tut es nicht. Oder macht es nicht.
Oh, ja, das hier gibt uns Magie, das wisst ihr ja schon wahrscheinlich. Du hast die Flasche mit frischem Quellwasser gefüllt. Ja, das Quellwasser brauchen wir jetzt auch gleich. Naja, für die, die es noch nicht wissen, wie das aussieht mit der Kamera, so sieht das dann aus. Ja, keine Spiegelreflex wie bei The Wind Waker HD, aber was soll's. Jetzt sind wir... Na... Ah! Ein Eindringling! Eigentlich war das sehr schlau, dass ich das getan habe. So. Ich habe dir doch gesagt, du sollst direkt zum Thronsaal gehen. Normalerweise dürftest du gar nicht eintreten, also befolge meine Anweisungen. Folge dieser Halle geradeaus bis zum Thronsaal, betrete auf keinen Fall andere Bereiche. Ja, das wissen wir jetzt auch, aber das ist uns jetzt erstmal Latte, da wir uns jetzt nämlich das Herzteil holen wollen. Dann müssen wir aber aufpassen, was hier diese Punkte angeht. Wir wollen nicht nochmal erwischt werden. Boah, habt ihr das gesehen, wie lange der da gechillt hat? Das hat mich jetzt gerade ein bisschen aufgeregt. Ah, ich hoffe, der dreht sich jetzt nicht um. Das wäre nämlich sehr assi. Boah, Leute, ich wusste es. Ich habe es doch gewusst. Oh, Leute, das ist knapp. Na? Nein, du kommst doch nicht hier hin, oder? Genau, geh da lieber hin. Verschone uns. Leute, wir müssen eigentlich leise reden. Jetzt. Jetzt oder nie. Schnell. Nein. Oh, Leute. Das war aber übelst Let's Fail. Die werden jetzt nichts Neues sagen, deswegen lese ich das nicht vor. Nicht, dass ihr jetzt denkt, warum hat er das eben nochmal vorgelesen. Ich wollte euch nur zeigen, dass sie auch was anderes darauf sagen werden. Dass es nicht einfach nur wieder der Standardtext ist. So, jetzt wissen wir wenigstens einigermaßen, wie die ticken. Und deswegen können wir dementsprechend auch nach da laufen. Oh nein, der erste Tag ist schon fast vorbei. Oh oh, das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Ach ja, automatisch passiert das halt, ne, wenn man nicht in einem Tempel ist oder so. Dass das quasi so eingeengt wirkt. Oder... Ja, halt so passiert. Oh, da unten ist so eine Art Grafikfehler. Sehe ich gerade? Nein. Oh, Leute. Toll, genau dann werden wir rausgeschmissen. Dämmerung des zweiten Tages, deshalb bleiben 48 Stunden. Wisst ihr was? Ich mache jetzt kurz Stopp und gehe bis zum, also bis zu der einen Stelle. Bis so Leute, da sind wir wieder. Und es ist ja jetzt Tag und der zweite Tag, das heißt es regnet. Und ihr seht, wir haben nicht mehr diese Scheinwerfer. Das heißt, ja, was heißt das? Man sieht nicht, welchen Radius die haben zum Gucken. Du hast ein Herz gefunden. Da, jetzt haben wir schon 4 und wir sind noch nicht beim ersten Tempel. Also, wenn ihr das genauso machen wollt wie ich, macht es ruhig. Es ist auf jeden Fall zu empfehlen. So, jetzt sind wir wieder draußen. Das wollte ich nämlich auch erreichen. Ich werde jetzt nicht reingehen. Ich werde jetzt den direkteren Weg gehen, damit wir nicht mehr so viel quatschen. Obwohl, soll ich den Part beenden? Nee, ich mache diesen Part ein wenig länger, damit ihr wenigstens in dem Part noch ein bisschen mehr sehen könnt. So. Dann rüsten wir mal die Wundererbsen aus. Jetzt zeige ich euch auch, wie das Ganze funktioniert. So, und jetzt das Quellwasser drüber. Und voila. Sie ist gewachsen. Jetzt wisst ihr auch, warum die Wundererbsen heißen. Sorry, Leute. So.
Und wir haben einen Aufzug. Denn eigentlich seht ihr so einen Affen, der gefangen worden ist. Und ihr könnt ihn nicht erreichen. Dieser Weg zeigt euch, wie ihr ihn erreicht. Und deswegen, ja, machen wir das jetzt auch einfach. Egal, ich wollte den Part eigentlich jetzt beenden, aber ich hab Bock. Zumal bald ist Weihnachten und so. Dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit haben, oder doch? Keine Ahnung. Nein, Leute. Oh, nein. Komm. Nee. Ich hasse das. Ich hoffe, ihr seht das nicht, oder wenn doch, ich hoffe, es stört nicht so sehr, dass das ab und zu so ein klein wenig buggt. Aber sonst, ja, ist eigentlich okay. Boah, das war knapp, Leute, sonst wären wir ertrunken. Ihr seht, auch hier ist das Wasser vergiftet. So, ich mache jetzt einfach mal einen Save. Deswegen hat das auch gerade so ein bisschen gebuggt, aber was soll's. Damit wir da nicht nochmal runterfallen. Ich war nämlich ein bisschen lebensmüde und eigentlich wollte ich hier diesen Deku da abknallen. Der kann uns nicht verpfeifen, also da braucht ihr keine Angst haben. Das ist eher ein Deku ohne Verstand. Und ihr seht, der Mond ist auch wieder tiefer gefallen, gekommen. Er lächelt uns so schön an. Das finde ich gut, dass sie manchmal Perspektiven gebracht haben, dass man ihn sieht. Dass man daran denkt. Ah, warum muss er den Deku... Ah, nein, die Deku-Nuss schießen, wenn wir gerade eine Seifenblase auf den schießen. Der denkt auch so, Deku-Battle oder so. Ja, ein Deku hat es nicht leicht. Ach ja, apropos, Dino Crisis 2 ist ja zu Ende gedreht worden. Und ich habe auch den letzten Part schon hochgeladen. Ja. Zurzeit läuft Alundra und The Legend of Zelda. Was eigentlich nicht so typisch für meinen Kanal ist. Da ist ja halt um Survival Horror und Jump'n'Run eigentlich eher geht. Und ihr seht gerade, ich könnte mich aufregen, da dieser Deku einfach nicht locker lässt. Boah, ey. Aber keine Sorge, nebenbei, habe ich ja noch Diddy Kong Racing, aber ich habe so viele Parts schon hochgeladen und so schnell und ich habe es auch fast durch, also was heißt fast, so gut wie. Und deswegen habe ich davon erstmal nichts mehr gedreht, aber keine Sorge, das werde ich auf jeden Fall die Tage machen. Und ich habe noch Donkey Kong Country 3 am Laufen, nebenbei, das habe ich noch gar nicht hochgeladen. Oh, Leute, ich hätte fast einen Fehler begangen. Ich habe ganz vergessen, dass das Ding da noch hochgeht und dass es was braucht, bis es wieder herkommt. Ah, Leute. Ja, komm. So, wir haben es auch bald hinter uns. Ich glaube aber, dass ich den Part da oben beenden werde, weil jetzt gleich viel Text kommt. Es sei denn, ihr nehmt es mir nicht übel und ich mache den so über 30 Minuten im Part. So. Ja, kommt, Leute. Egal. Ich hab Bock. Ich hab Laune. Thronsaal des Deku-Königs. Ja, und so sieht das Ganze ja aus. Von da werden wir nämlich reingekommen. Dann hätte man... Oh, den sieht man jetzt gerade nicht. Da den Deku-König gesehen. Seine Untertanen. Feuer. Ich weiß zwar nicht, warum die Feuer haben, da das Dekos sind und Angst vor Feuer haben, aber egal. Ja, und da ist unser Affenfreund und er ist nicht gerade gut gelaunt. Ich will ihn noch anlabern, warum? Ah, okay. Die behaupten, ich hätte sie entführt, aber egal, wie oft sie es noch sagen, das bringt die Prinzessin auch nicht zurück. Wenn sie nichts unternehmen, fällt die Prinzessin einem Monster zum Opfer. Warum wollen sie mir nicht glauben? Na gut, dann sag ich halt gar nichts mehr. Bestraft mich oder tut was immer ihr tun wollt. Stimmt. Ich sollte ja erstmal meine Maske ausziehen, damit er nicht denkt, dass ich einer von denen bin. Oh, du! Wie bist du hierher? Psst,
Wenn sie dich sehen, nehmen sie dich gefangen. Was? Meine Brüder haben dich um Hilfe gebeten? Das ist mir äußerst peinlich. Versuche, das Seil zu zerschneiden. Wir sprechen später weiter. So. War das jetzt so? Nee. Stimmt, das war ganz anders. Ich glaube, das war so. Nee? Warum nicht? Jetzt sag nicht, wir mussten den Deko-König anquatschen und so. Worauf wartest du? Rasch, zerschneide das Seil. Ach ja, weil das der zweite Tag ist. Kann das sein? Aber wie soll ich da drankommen? Das hat keinen Sinn. Warte, hast du denn nichts dabei, womit man jede Menge Lärm machen kann? Ein lautes Instrument wäre jetzt von großem Nutzen. Wenn du eines hast, dann zeig es mir. Ja, ein großes Instrument, damit meint er wohl das hier. Oh, die meinte ich. Genau dieses Instrument hatte auch die Prinzessin, Dekopfeifen. Damit wird es funktionieren. Nebenbei? Wer bist du? Huch, das ist jetzt nicht wichtig. Hör mir gut zu. Wir haben versucht, etwas über das Gift im Sumpf in Erfahrung zu bringen. Also gingen wir zum Dämmerwaldtempel über dem Wasserfall. Aber ein Monster hat sich dort eingenistet und die Prinzessin wurde von ihm gefangen. Der Deko-König glaubt, ich sei der Übeltäter, daher schenkt er meinen Worten keinen Glauben. Aber die Prinzessin steckt in Schwierigkeiten. Ich muss rasch zum Tempel, um sie zu retten. Verstehst du mein Anliegen? Heißt das, du würdest anstatt mir gehen, um die Prinzessin zu retten? Sehr gut, lass mich dir die Melodie beibringen, die den Tempel öffnen wird. Die Prinzessin hat sie mir beigebracht. Ich singe sie dir leise vor. Hör gut zu. Spitz deine Ohren und hör genau hin. Sonate des Erwachens gespielt. Du hast die Sonate des Erwachens erlernt. Diese Melodie weckt jene, die in tiefen Schlaf fielen. Habt ihr das gehört? Diese Melodie, nur die königliche Familie kennt sie. Das beweist, dass der Affe die Prinzessin getäuscht hat, um in den Tempel zu gelangen. Beginnt mit der Bestrafung des Affen. War ja klar, wir werden attackiert. Nimm die Abkürzung, welche das Deko-Volk benutzt, um zum Dämmerwald-Tempel zu gelangen. Aber du musst dich beeilen, ansonsten wird mich der König bestrafen. Oh ja, Leute. Ich gehe jetzt schon mal dahin, wo wir als nächstes hin müssen, also in die Richtung. Dann werde ich den Part beenden. Es tut mir leid für die, die es wahrscheinlich nicht verstehen können, warum dieser Part 10 Minuten länger ging. Aber ich will euch mehr zeigen und gleichzeitig, ja, will ich euch auch irgendwie, ja, zeigen, wie es zum Tempel geht und nicht nur, wie man da quatscht und so. Für die, die das ja nicht interessiert. Darum gehe ich da schon mal wenigstens hin. Nämlich hier ist diese Abkürzung. Und die können halt, wie gesagt, nur die Dekos gehen. Und deswegen sind wir jetzt auch ein Deko. Ja, hier geht es nämlich weiter. Und gut, ich würde sagen, ich beende diesen Part. Sorry für die 10 Minuten Verlängerung.
Für die, die es gefällt, können natürlich einen Daumen hoch machen. Für die, die nicht, dann halt Daumen runter. Ein Kommi, immer liebend gern gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mr. Horror Jumper bedankt sich bei euch. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Auf Wiedersehen.